Mein Name ist Karl-Heinz Priebe, Vormann von der Station Wustrow. Bin Jahrgang 51, bin Rettungsmann seit 1984. Ja, wir sind eine Landstation. Wir sind für beide Seiten zuständig, Ostsee, Botten. Und deshalb sind wir hier auf Trailer. Wir werden alarmiert durch Alarmruf, Handy-Alarmruf von Bremen, von MRCC. Und da treffen wir uns hier, die vor Ort sind. Und die kriegen auch gleichzeitig eine Information, was los ist, wo wir hin müssen, Ostsee oder Botten. Und dann treffen wir uns hier. Und dann geht das auch gleich zügig los. Wie in alten Zeiten mit Pferd und Wagen, bloß jetzt haben wir einen Unimog. Der wird vorgespannt und dann geht's von der Station rechts ab zum Strand. Wir haben das letztens auch wieder gehabt, dass wir von der Alarmierung bis ins Wasser 10 Minuten gebraucht haben. Dass das wirklich alles gut geht am Strand, denn man kann sich auch festfahren, was im Sommer durch Urlauber auch passieren kann, die sich dann hinstellen und gucken uns an und gehen nicht aus dem Weg, statt ein bisschen Platz zu machen. Und wenn man dann abbremsen muss und wieder anfahren, hat man ein Problem. Und das ist das Schwierigste. Wir haben durchgehend mehr Wassersportler, Segler, Surfer, Kitesurfer. Man versucht anderen zu helfen, was bis jetzt auch immer so weit geklappt hat. Und man macht's gerne. Denn wer soll sonst dahin? Die Maschine läuft, die wird ja hier schon angelassen, in der Station. Dann ist die Maschine schon warm gelaufen. So kann er gleich Gas geben. Was heißt Angst? Man hat Respekt vom Wasser. Angst darf man nicht haben. Und wenn es zu ungemütlich wird mit unserem kleinen Boot, dann muss man auch aufgeben. Also das ist... Leben geht vor. Also irgendwann ist auch die Grenze gesetzt, dass man sagen muss, hier, heute können wir nicht rausfahren, wenn es zu doll ist. Aber allgemein sehen wir zu, dass wir immer rauskommen und den Leuten helfen können. Ohne den Unimog geht natürlich gar nicht. Den brauchen wir ja für den Trailer, dass wir überhaupt zum Strand oder zum Botten kommen. Das Fahrzeug ist jetzt 23 Jahre alt, hat uns noch nicht im Stich gelassen. Wir konnten herkommen, zum Schlüssel rumdrehen, er sprang an. Und das ist das Wichtigste. Mercedes-Benz.